Ich sag ja, sobald ich Auto habe, komme ich mal vorbei. Im Wasser sind Penisfische. Nein! Die muss ich mir angucken. Wo sind Penisfische? Die habe ich nicht gesehen. Es gibt sogar welche, die dir Nüsse beißen, ne? Und die heißen Nussknacker. Es gibt auch Fische, die schwimmen dir in die Harnröhre. Die schwimmen dir in den Sack und legen da ihre Eier. Das ist ja der Penisfisch, ja. Ach so, ich dachte, das ist ein Stör. Stör. Ja. Der stört nämlich deine Harnröhre. Der stört richtig hart. Der ist gestört. Das wird mich auch stören. Wenn er noch Eier reinlegt, dann stört es aber mal richtig. Wo geht's richtig los? Ja, überall Leute, warte. So. Danke. Wo muss ich hin? Ja, ich hab's schon markiert. Der stört immer. Der stört im Sack. Hallo Noxit. Ach, die Malle-Legende ist am Arbeiten. Am Arbeiten? So würde ich das nicht nennen hier. Ja, YouTube-Money verdiene. Ich verdiene hier keine YouTube-Money mehr. Ich bin in keinem Netzwerk mehr. Ich kriege kein Geld mehr von YouTube. Ich schalte aber auch keine Werbung mehr. Wenn er sagt, arbeiten, kann er eigentlich mal 700 spenden, oder? Ja, ich lebe nur noch von Spenden. Er hat doch noch nie Geld verdient, so die 1 Dollar da oder 1 Euro. Ja, nee, ich habe schon im Monat 20 Dollar oder so rausgekriegt, aber das ist ja nix. Einmal Puff. Ja, durch die Amazon-Links dadurch. Einmal Puff, Alter, was hast du für billig bei dir? Was sind das denn für Störe da? Das ist nicht einmal Blasen, ey. Kannst du dafür kaufen, nicht mal. Wer will denn das Blasen? Echt, das ist 20 Euro? Dollar ist ja noch weniger als Euro. Für 15 also Euro? Also, Moment, für 20 Dollar kriege ich aber einen geblasen. Das glaubt mal. Das kriege ich hier bei uns in Duisburg sogar für 15. Echt? Ja. Das ja, wir haben die Vulkanstraße hier, hallo, die unterbieten sich alle gegenseitig, die Bulgaren. 30, 40 Euro wollen die. Die ungarischen und bulgarischen Mädels hier, ey. Dann kannst du über Kleinanzeigen mal gucken gehen. Ich stelle einfach eine Anzeige rein, verdiene 20 Dollar im Monat, suche Blasen. Boah, ich muss mal eben die Mission abwählen und wieder anwählen. Achso. Seid ihr mit dem Heli unterwegs? Ey, warum bin ich nicht im Heli? Warum seid ihr als Einzige im Heli? Wie war das noch? Männer kriegen von Schuhe Blasen und Frauen von Blasen Schuhe? So war das doch. Nein, deine Freundin, die kann blasen, die kann blasen, 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 die kann blasen, 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 an den Füßen nicht ertragen. Deine Freundin ist so eng, sie ist so eng, 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 sie ist so enge Schuhe nicht gewöhnt. So geht das. Nee, so ging das glaube ich nicht. Soll ich ihn mal abholen? Ich meinte einfach nur einen Spruch. Du warst glaube ich ein 3-4 Minuten Lied, oder? Ja. Ja. Von SDP, ja. Wollte gerade sagen. Die unbekannteste, bekannteste Welt, Band der Welt. Die... Warte mal. Heißt die so? Dennis braucht keine Kohle auf Malle. Die sehen nur die Sticker und ab. Ja, die Sticker sind gut weggegangen. Die waren, also, ich hätte es nicht gedacht, dass die Leute die so toll finden. Hast du selber welche mitgenommen, oder? Ja, der Jan, der hat die ja gemacht. Der Jan, das ist ein Kollege von mir, der hat 1000 Stück von den Dingern gemacht. Und ich war ja auf seinem Geburtstag Ende Juni. Nee, Mitte Juni. So, und dann hat er mir 500 von den Scheißdingern in die Hand gedrückt, hat gesagt, so, hier, verteil die mal auf Malle. Da hab ich schon gesagt, so, hör mal, das ist aber ein bisschen blöd, ne? Wenn ich da hinrenne als Dennis Scheffler und verteile Dennis Scheffler Ultra-Aufkleber. Nee, mach mal, kommt bestimmt gut an. Ja, hätte ich nicht gedacht. Also die Leute, die haben mir das nachher aus der Hände gerissen. Die kamen immer an, hast du noch ein paar Aufkleber, hast du noch ein paar Aufkleber? Und dann haben sie ihre Freunde alle vollgeklebt mit den Dingern. Nachher, es gab wirklich im Bierkönig, bei mir in der Ecke gab es niemanden, der keinen Ultra-Aufkleber auf der Brust hatte. Selbst die Kellner. Ja, das Geilste war wirklich ein Typ, der hat gesagt, hör mal, ich finde den Heiko aber auch gut, ne? Ich gehe mal zu dem ein bisschen mit dem Quatschen. Hat aber fett auf der Brust einen Dennis Scheffler Ultras-Aufkleber. Hab ich ihm auch gesagt, ich so, ja, hör mal, geh mal, ich wünsche dir viel Spaß, ne? Der ist zum Heiko gegangen.
Ja, hat den sofort weggeschickt. Ne? Der hat gesagt, ne, mit dir rede ich nicht. Der nimmt das auch total ernst, keine Ahnung. Ja. Och nö! Warum ist denn das Tier getötet? Hast du... Wir waren nicht mal in der Nähe. Doch, ich war im Hubschrauber drüber abgeschossen. Ja, du sollst einmal um links lesen, das ist ein Satz. Das ist ja noch nicht mal... Da steht noch nicht mal drin, was in einem Film oder so passiert, sondern nur Mission, nicht töten. Das hat mich wieder beruhigt. Alex, das höre ich immer, wenn ich trinke. Was hörst du immer, wenn du trinkst? Der Nachname passt super zu meinem Vornamen. Ich glaube, Schuhe blasen und eng. Guck mal, sie meint, Scheffler passt gut zu Alexandra. Das passt, glaube ich, zu jedem weiblichen Vornamen ganz gut. Ich wollte gerade sagen, was hat das denn damit zu tun? Der Bierkönig ist auch genial, die Leute da und so. Ja, auf jeden Fall. Viel besser als Megapark. Kein Bock auf 3 Stunden Schule. Du auch. Ah, Schule. Ja. Irgendwann hat man das hinter sich und dann denkt man sich so, wenn man arbeiten muss, so. Wenn man so arbeiten muss, so scheiße. Jetzt hätte ich aber wieder Bock auf Schule. Ja. Ist wirklich so. Man denkt immer, das ist so ein blöder Spruch, den irgendwelcher bringt. Aber wenn du selber dann in der Situation bist, ne, dann weißt du, nee, das war kein Spruch. Man wünscht sich dann wirklich wieder in die Schule zurück. In der Schule konntest du immer schlafen, ey, auf dem Tisch, ey. Das kein Ey, hier stehen 3 Helis. 3 In der Schule Helis. Schlafen, macht denn sowas? Ja, ich kenne auch Leute, die gucken in der Schule YouTube. Also PS Vita spielen ist ja wohl das Höchste dann. Oder Sky Go über Beamer gucken. Björn, fällt dir da jemand ein, der in der Schule YouTube guckt? Ich unterstütze nur jemanden. Denk daran, das Ziel nicht töten! Das Ziel nicht töten! Ich hab mich getötet. Ja, dich töten ist okay. Besser ist, bevor ich dich töte, nicht das Ziel. Scheiße, mit der Drohne daneben geschossen. Das ist kacke. Wieder am Boden rum. Ich verhöre ihn mal gerade. Der war sogar aggressiv und hat auf mich geschossen, alter Schwede. Ich mach mal einen Mörserangriff auf das Opfer. Jo. Sehr schön, ist ja nicht mal tot. Super, klasse. So, damit habe ich auch 2 Helikopter direkt platt gemacht, glaube ich. So, Antennen zerstören. Alter Schwede. Und streiten, ne? Deswegen 3 Helikopter. Ja. Ja, jetzt haben wir keinen mehr. So. Aber von SDP finde ich auch geil, wir sind so kaputt. Ne, Alex? Ist auch gut. Ja, ich warte auf euch. Ja, da ist doch noch ein Heli. Ist das die Waffenkiste, wo ist die? Und dann können wir unterschiedliche Antennen gleichzeitig töten. Lennart, ich warte noch auf dich. Jo. Danke. Da ist allerdings auch noch einer, ja. Also wer auch nochmal selber, obwohl, ja, wer selber so noch, aktiv bin ich nicht. Ja, guck mal, der Konki, ja, war klar. Aber der hat halt auch früher Feierabend gehabt, der ist noch nicht ausgelastet. Der muss noch ein paar Runden fliegen, dann wird er müde. Konki, der ist noch gut, der ist noch gut, du kannst noch mit dem fliegen, ne, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Wer hat den denn kaputt gemacht, hat eine Kuh drauf geil, geschossen, oder? Geil, wegsprengen. 3 auf einmal. So, Leute, so, greif zu. Passt auf, Leute. Erstmal hier ein Heli hinter uns. Hallo, kennst du mich noch? Ich dich nicht, aber vielleicht der Gamelamer. XD, ja, kenn ich noch. Auch schon lange nicht mehr im Stream gelesen. So, erste Antenne platt. Jetzt mal eben gucken, wo ist denn die nächste? Da. Was, du feierst die Schule? Hä? Ich feiere auch die Schule. Ich auch. Noch ein halbes Jahr habe ich Prüfung und dann. Nein! Oh, jetzt wird's ärgerlich. Das ist ja doof. Ja, jetzt wird's ärgerlich. Aber Lennart hat geschrieben, Rakete. Ja. Ja, ich hab's ja auch. Ich krieg das ja auch mit, ob eine Rakete auf uns abgefeuert wird, aber ich konnte da nicht ausweichen. Der war zu schwerfällig. Ich hab auch noch aus Versehen auf Chat geklickt und dachte mir, ich koste die Situation aus. Jetzt laufen wir.
Ja, Christian, dann mal ab zum Ballermann. Sonst verpasst du was. Wer weiß, wie lange es den noch in der Form gibt? Wahrscheinlich nicht mehr so lange, wenn der Megapark weiter die Preise so erhöht. Die haben mal spontan auf einmal den Literpreis Bier um 5 Euro erhöht. 5 Euro. Ja, da hab ich mir auch gedacht, alter Schwede. Ja, dann gibt's doch nicht sowas. Die haben noch einen Kopfschuss. Asche. Das ist schon ordentlich, der Preis für Bier. Ja, ist echt. Wollten sie jetzt nicht irgendwie auch viele Sachen da abreißen und dann da irgendwelche teuren Hotels hinbauen oder so? Ja, die wollen das sowas machen wie Ibiza, so ein feiner Ort. Ja. Ganz toll, man will doch da hin und in den Eimer kotzen und das dann trinken, oder nicht? Ist das nicht der Sinn? Sag nicht dieses böse Wort mit P. Penis? 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 Conky, wartest du auf mich bitte, dass ich wenigstens einsteigen kann? Okay, danke. Bin drin. Aber da kommt auch noch der Lennart. Lennart, bitte, schnell, die schießen auf uns! Oh, ich muss hoch. Hä? Na gut. Der Lennart ist da. Der Duplo? Der Duplo ist wieder sonst wo. Der ist weggerannt, hat Angst gehabt. Nee, ich hab den Turm da hinten schon gesehen. Ich wollte eigentlich schon drauf schießen, aber war nicht weit weg. Macht ihr mich. Nein, Rakete im Anflug! Hat die uns getroffen? Ja. Ja, hat uns getroffen. Soll ich wieder Rakete schreiben? Ach ja, ich finde das schön, dass die Helikopter bei uns so lange halten. Kannst ja auch nichts machen. Alle zwei Sekunden kommt so eine blöde Rakete, Mann. Ja, ist halt, ne, schwieriger Fallen Ghosts. Ja, das stimmt. Und die treffen auch. Ich bin der Meinung, in den Teilen davor war das irgendwie nicht so eine Verfolgung, sondern du konntest ganz gut ausweichen. Ja. Wie, deine Muschi liegt auf deinem Hefter. Okay. Ja, Alex, da ist natürlich das Wort Penis besser als Prüfung, ne? Ja. Und die Muschi auf dem Hefter ist auch nicht gut. Solange der Hefter nicht in der Muschi ist? Ja, Penis gibt's hier genug. Aber du kommst ja nicht hier hingefahren. Das geht echt schnell. Das nenne ich über Spicken. Spicksen aller feiner Art. Ja, zur Erklärung, die Alex hat diese Katze neu. Dann hat sie das erste, was sie gemacht hat, war, sie hat geschrieben bei, wo war das, Instagram? Das oder WhatsApp? Nee. Hier sind Feinde, ne? Die machen das Auto eh platt. Glaub nicht. Doch, ich glaube schon. Wenn ich da bin, sind keine Feinde da. Los geht's. Sie hat das Kätzchen neu und dann hat sie direkt geschrieben, jetzt kann ich auch mit Katzenbildern nerven. Das war das erste Bild, was sie von der Katze gepostet hat. Ich sehe ja alles. So alles sehe. Ja, ich weiß ja, was meine Abonnenten so machen. Boah, das wäre schrecklich, wenn eine Katze von mir Alexa heißen würde. Da würde das Ding die ganze Zeit losgehen. Alexa, wie macht die Katze? Die Katze miau, das Ding miau. Wo hast du gesehen, wie ich das gemacht habe, Lennart? Hast du das gesehen? Alter, das war so eine 180-Grad-Drehung. Das war aber schon richtig professionell, ja. Das war schon richtig gut, musst du ehrlich zugeben. Das war schon fast Jason Statham, ja. Ja, ich bin der Transporter. Alter, wir müssen 3 Minuten den Typen verteidigen. Und das war jetzt gerade... Ja, schön, dass ihr das da gestartet habt, bevor wir auch noch da sind. Ja, ich bin auch noch nicht da. Der Konker hat gestartet. Ich bin da. Reicht doch. Ich mach das schon. Da bin ich mir nicht so sicher. ich glaube, ab hier sollten wir laufen, Lennart. Weil das Auto, ja, das kriege ich nicht mehr. Ich hab auch ein bisschen Schiss, dass Konki alleine den Rebellenanführer nicht defenden kann. Ja. Ja, mit dem Auto wären wir jetzt eh nicht mehr viel weitergekommen hier am Abhang. Genau, ja. WhatsApp war's. Ah, sehr gut. 2 Minuten. Knapp. So, ich packe wie so ein Ghost hier irgendwo in die Hügel. Aber schauen die Leute nicht komisch, nur wenn man nur wenig Alkohol trinkt? Nein. Ich meine, bei mir fällt's auf. Wenn ich wenig Alkohol trinke, fällt das echt verschiedenen Leuten im Bierkönig auf. Ich weiß nicht warum. Komisch. Du musst den Bierkönig ausrasten und viel saufen, dann mach ich doch. Hier ist überhaupt nichts los. Was ist das denn für ein lächerlicher Shit? Ja. Wie soll man denn so verteidigen, wenn keiner kommt? Aber kommt denn keiner?
Oh, jetzt hinter uns, oder? Da ist doch was Lilanes, das kommt aber nicht. Ey, ich kann mir gleich einen Tee machen, Wasserkocher anstellen. Das ist ja gar nichts. Dann kann ich ein Buch lesen, lange. Kannst ja mal einen Mörser da hinschicken. Scheiße, wie viele von den Arschlöchern sind da? Null. Wow, ein Auto, Alter. Das... Gleich haben sie uns. Da steht doch Rebellen greifen an. Siehst du das nicht? Da steht da. Die sind da irgendwie hängen geblieben. Ja. Oh, hier kommt der rechts. Rechts, Digga. Jo, hinter mir. Ich versteck mich mal. In der letzten Minute kommen die. Muss man nicht verstehen. Die haben sich nur verspätet. Die wollten uns schon viel früher töten. Die sind mit der Deutschen Bahn gekommen. Echt so. Oder sind auf dem Weg zu uns vom Fahrrad gefallen. Weiß es nicht. Wir haben den Zug verpasst. Ja, Alex, hier hättest du es saufen können. Ich hab Alkohol hier. Schlafpunkt angewählt. Ja, Navi kaputt. Ja, also ganz ehrlich, es gibt da interessante Frauen, aber ich lerne da eigentlich immer nur Frauen zum Feiern kennen, weil, also nicht irgendwie flirten oder sowas, weil die meiste Zeit stehen eh nur jede Menge Typen um mich rum, die sagen, ey, geil, ich feier mit Dennis Steffler. So blöd sich das jetzt anhört und so eingebildet sich das anhört. Aber die versammeln sich um mich rum und das gibt einfach nur ein derbes Saufgelage mit Feierei. Da kommen Frauen gar nicht mehr durch. Und die ganzen Frauen sind immer genervt, das siehst du immer im Hintergrund, wenn sie alle Bilder ja. Da gibt's einfach so Schwarzblockaden. Scheiße, der Dennis animiert die alle nur zum Saufen und Feiern, keiner will uns ficken. So geht das um mich rum, ey. Ist wirklich so. Das ist wirklich so, das ist lustig, aber auch traurig. Also Konk, ich glaube, die Mission hättest du jetzt auch alleine geschafft, oder? Ja, hab ich gesagt, ich bock das Ding. Hast du irgendwie nie getötet? Nimmst ja, du uns ein. Auch mit? Okay. Dann suche ich das mal noch eine Mission Fall, aus. Ach so, da ist die nächste. Was ist mein Rekord an Wodka Lemon? Also was heißt mein Rekord? Also manchmal habe ich da keinen Überblick drüber. Also ich kann dir sagen, was ich persönlich mir immer hole. Was ich persönlich immer hole, sind mindestens 6 Liter Wodka Lemon. Also die, aber auch nicht im Bierkönig, sondern über den Tag so verteilt, ne? Weil ich versuche immer so einen gewissen Pegel zu halten. Ich will ja nicht sturzbesoffen sein, sodass ich nur noch die ganze Zeit lalle. 6 Liter über den Tag verteilt sind ganz okay. Die Sache ist nur, ich trinke halt mal da mit, weil die sagen, oh, trink mal hier mit und da. Und dann kriegst du da einen Sambuca, da kriegst du einen Wodka mit Brausepulver. Na, deswegen weiß ich nicht, was da insgesamt so zusammengekommen ist. Aber das, was ich so am Tag kaufe, sind mindestens 6 Liter Wodka Lemon plus halt, was noch zusätzlich aus irgendwelchen Ecken dazu kommt. Wie viele Urlaubstage hast du eigentlich im Jahr? 34. Oh, Alter. Oh. Ich hab 20. Du machst ja auch nur Praktikum. Doch, Mädels? Das heißt, ich muss recht schuften, oder was? Wir haben Nein. eine Spezialmission ohne Alarm. Ich hab 30 Urlaubstage. Es ist doch 1:1 so wie normal. Ja, Konki, du hast 4 weniger, weil du keine Nachtschicht machst. Ja. Ihr habt die Mission gelesen. Ne? Ja, lautlos, Lennart! Ja, ich habe einen Schalldämpfer, das muss reichen. Ja, der Typ da oben, der guckt dich schon an. Ja. Ich hab den mal eben ausgenockt. Zu. Nee, ich hab den jetzt ausgenockt mit meinem Scharfschützengewehr. Ja, jetzt sind wir schon gejagt. Ist schon vorbei. Ja, dann geht's es sei denn, Es sei denn, die Alarmanlage macht jetzt einer platt von uns. Wo ist sie denn? Ich weiß es nicht. Ich kann keine Drohne auslösen. Ja, weil hier ein Störsender ist. Eben. Ja. Auf jeden Fall müssen wir leise sein. So, Störsender. Ja, hat sich erledigt. Wir wurden in der Eck. Deckt. Ja, 6 Liter ist doch nix. Warum fliegst du immer alleine? Joe Marley, ganz einfach. Weil wenn ich alleine fliege... Ich sehe das ganz oft bei Leuten. Ich meine, geil ist, mit Kumpeln zu fliegen, keine Frage. Aber wenn du mit Kumpeln fliegst, dann sagst du jetzt zum Beispiel, boah, ich möchte heute nicht an den Strand, ich möchte in den Bierkönig. Und dann sagt der andere, nee, ich möchte aber lieber an den Strand gehen. Und der dritte sagt, nee, ich möchte lieber in den Megapark gehen. Na, ich und darum. Ich kann ja nichts mit denen machen. Ja, nee, ich habe da einfach keinen Bock auf diese Diskussion und so. Schwein essen.
Jo, deswegen, deswegen gehe ich lieber alleine, ich fliege alleine. Ich treffe ja sowieso genug Leute da, mit denen ich feiern kann. Mhm. Na, und deswegen fliege ich alleine. Ich schulde niemandem was, ich muss auf keinen Rücksicht nehmen. Der callt schon wieder, ne? Okay, wir müssen gleich irgendwie mal ein bisschen ruhiger machen. Ja, ich habe gerade schon einen mit Kopfschuss erledigt hier. Och nein, ja. Leute! Also ja, wenn du nächstes Jahr den ersten machst, dann habe ich wieder 20 Urlaubstage, würde ich mir dann auch mal frei nehmen. Auch mal ein paar Tage mitkommen. Sorry, ich wollte gerade. Also ich kann dir jetzt schon sagen, nächstes Jahr fliege ich auf jeden Fall wieder Ende Januar, weil da ist ja Düses Geburtstag. Und ich fliege auf jeden Fall wieder Ende Mai. Ach, das passt doch. Könnte ich eigentlich mal zu Ende Januar. Ja, ich würde dir aber eher vorschlagen Ende Mai, weil im Januar du kannst nicht an den Strand gehen oder sowas, ne? Der Duplo ist weg. Tschüss. Ah, okay, ist auch richtig. Mhm. Ja, dann warten wir eben auf den Duplo. Mhm. Gehe ich überhaupt an den Strand? 28 Urlaubstage, 25 Urlaubstage, 5 bis 6 Monate im Jahr. Was? Wie hat man denn 5 bis 6 Monate im Jahr Urlaub? Krankenschein oder was? Tö. Arbeitslos. Ach, ich liebe das. Gut. So, also ich habe schon das eigentlich... Das Gespräch mit einer Drohne aufnehmen. Wir müssen Drohne fliegen, ey, so ein Scheiß. Also ich habe eigentlich auf dem Weg zum Lager hin fast alles schon ausgenockt mit Kopfschuss. Ja, ihr könnt ja die Mission ruhig weiterspielen. Ihr müsst ja nur nicht abschließen. Ja, wir warten auf dich. Ich habe nur den Weg schon mal frei gemacht. Denne... Könnt ihr weiter die Leute töten. Dennis, du hattest doch aber die Eve auf Mallorca kennengelernt, oder? Ach, die Evie! Evie! Nee, die Evie habe ich schon auf der Gamescom kennengelernt. Und wir haben dann festgestellt, dass wir zur selben Zeit nach Mallorca fliegen. Och, Mann! Oh, wieso weil denn? Weil ist es so schwer, daran zu schleichen? Ich habe eine scheiß Drohne gesehen, oder was? Oh, das geht warum auch. Guckt der Typ auch in die Luft, ey? Welcher Mensch guckt denn in die Luft? Ja, wer guckt in die Luft? Ja, ich guck immer nach unten auf die Straße. Ja, Sinan. So. Wenn du nicht stolpern. Sinan, wenn du ein reicher Student bist, dann zack, komm, hier, Donation, 700 Euro, du bist damit der Held. Ich mach ein Video, in dem eingeblendet wird, Sinan hat 700 Euro donated. Und dann mache ich noch eine Ansprache, da ich nach Mallorca fliege und so weiter. Und ich gebe dir sogar einen von deinem Geld aus. Das Problem ist, dann hat er kein Geld, um nach Malle zu fliegen. Hallo Mallorca, Michi. Da bist du ja auch schon wieder. So, Leute, schaffen wir das mit Schleichen und so? Ah, mit Mallorca, Michi ist das natürlich schwer. So, ich flieg mal ran. Alter, die ist aber auch schnell gestört, das Ding. Auch schon. Guck mal, ich ziehe, er tötet sie. Komm gleich hinterher. Ich hab mir heute Gold Eagle gekauft. Ja, ich hab viel Spaß damit. Oh, Mallorca Michi hat sich heute Ghost Recon gekauft. Warst du inspiriert durch unsere spielerischen Fähigkeiten? Dann tut's mir leid. Ja. Aber nee, hast du auf jeden Fall nichts. Ja. Nee, hast du auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Ist ein geiles Spiel. 40 Stunden fesseln. Alleine wäre es, glaube ich, auch ein bisschen langweilig. Aber so ein paar Leute ist ja schon ganz geil. Oh. Ja, aber nur wenn man so behindert wie wir. Macht das sowas nicht? Ich glaube auch anständige Leute können damit Spaß. Nein, die da hinten nicht! Die sitzen so seriös im Anzug vom PC okay. Und sagen dann. Die in der Basis. Du steuerst jetzt die Drohne. Nicht. Die in der Basis ich nicht. Ich gehe leise vor. Vor der Basis auf dem ganzen Weg. Ja, vor der Basis, die können wir alle erledigen, aber in der Basis selber nicht snipern. Ich wollte nur nochmal festhalten, wir müssen eigentlich gar keinen töten, ne? Wir müssen einfach nur mit einer Scheiß-Drohne da dieses Lager fliegen und das. Ja, die sehen die Drohne aber auch. Die sehen die Drohne auch. Kann man mit der Drohne auch irgendwie schießen? Ja. Ist zu laut wieder. Aber deswegen kannst du auch auf dem Weg dahin trotzdem schon mal die Leute wegsnipern, die sehen können. Ja. Ich denke mir nur, wenn irgend so ein Spacko da unten beim Lager steht und hochguckt, bringen uns die Leute davor leider auch nicht viel.
So. Wahrscheinlich einer fehlt. Ja, ja, einen filme sie auch. Wo ist der denn? Ich sehe den nicht. Oh, Lennart, jetzt wird's böse. Bist du mal wieder drin, Duplo? Nee, bei mir spackt gerade Uplay, ich muss so runter. So, jetzt bin ich auf 100 Meter nah dran. Ich kann den Typen schon fast hören, ich kann ihn riechen, er hat gefurzt. So, jetzt nehme ich die Drohne hoch. Komm, Junge, komm. Gib's mir. 45. Jawohl! Ich kann's hören, oder? Ja, ich sehe deine Drohne ja auch. Ja, pass auf, dass die den nicht, die Drohne sehen, ne? Ja. Scan. Was, wie lange muss ich denn noch scannen, Junge? Guck doch mal deine Nachrichten aus. Das Gespräch des Leuten hinter einer Drohne aufnehmen, ohne Alarm auszulösen. Meinst du, den Alarm können wir abschießen? Dennis, ja, ich hab's versucht, geht nicht. So, es ist okay. Gestört. Es ist gestört, das heißt so, du bist wieder dabei. Was ist denn nicht wieder eine Klippe? Dann fliegst du und ich sitze hier in Tübingen und schaue deine Vlogs an, obwohl ich auch dort sein will. Ja genau, Sinan, das hört sich doch gut an, der Plan. Da ist er, der vierte. Und du schonst deine Leber. Ich mach meine Leber kaputt, du schonst die. Das war's wieder, ne? Ja, wieder ja, da fehlgeschlagen. Ja, ich hab ihn auch getötet und er hat mich angeguckt und noch gegrinst dabei, aber es hat nichts gebracht. Danke, Joe Marley. Dankeschön. Gib's mir Doggy. Ja, einfach nur ich. Das Problem ist einfach nur, du hast ja gesagt, wenn du kommst, wirst du so eng, dass es wehtut. Dann könnte natürlich dann Doggy noch extremer werden. Guck mal, ich merke mir alles. Sowas merke ich mir. Gibst du, hast aufgeschrieben. Nee, sowas bleibt im Kopf. Eng, geil. Don't call it toasty. Nee, don't call it Schnitzel. Toasty? Was? Die Mission nochmal auswählen, bitte. Ja, Moment, mache ich sofort. Bist bei uns drin, oder? Nee, er hat einen Arsch. Ja, du bist bei uns drin in der Mission. Ja. Okay, bei mir täuscht das nicht an. Bleib, bei mir steht die ganze Zeit neben ein, das gescheitert. Okay. Warte, ich wähle die nochmal aus. Ist ja kein Ding. So. Was für ein... Das ist Wildlands. Ghost Recon. Ja, ich glaube, bei mir spackt das gerade ein bisschen. Aber wenn ihr sagt, ich bin drin, dann bin ich drin. Du bist drinne. Du bist was von tief drin? Kannst die Frauen vertrauen. Denn. Die fliegen auch mit Drohnen? Alter. Scheiße. Wieso können die das denn und ich nicht? Scheiße. Nein. Ja, Mockleit, das ist Ghost Recon Wildlands, aber das DLC Fallen Ghosts. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.